Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Endlich mal wieder, Leute. Endlich mal wieder funktioniert es. Ich muss sagen, ich war ein bisschen am Verzweifeln. Die ganze letzte Woche irgendwie konnte man einfach keine Hearthstone-Games starten. Und es war irgendwie buggy. Und ich habe noch niemals einen Blizzard-Bug gesehen, der so lange anhält. Egal, okay, bei World of Warcraft-Server-Problem ist nochmal was anderes. Aber egal, ob bei StarCraft, ob bei Overwatch oder anderen Spielen. Eigentlich ist Blizzard immer clean. Und wirklich die letzte Woche war es richtig heftig, dass Hearthstone einfach nicht funktioniert hat. Und mir hat das ein Abo geschrieben. Meinst du, Mike, funktioniert Hearthstone bei dir auch nicht? Und da dachte ich so, hä, warum sollte es nicht funktionieren und so? Das muss bestimmt irgendwas, reparier doch einfach mal irgendwie das Game oder installier es neu, wie auch immer. Und tatsächlich, ich bin reingegangen und ich bin direkt rausgeflogen, als ich versucht habe, ein Spiel zu finden. Wir nehmen den Schneefresser gegen den Krieger erstmal dazu. Und genug der Geschichte, schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall, wie es bei euch war. Konntet ihr auch in Hearthstone nicht rein? Und ansonsten, ich spiele gegen Loki. Ich dachte erst, ich spiele gegen Loki. Holy crap. Auf jeden Fall zum Kartenchaos. Wir haben ein neues Symbol auf dieser Map und das ist hier unten links. Das heißt, wir können im Spiel selbst nachlesen, was hier abgeht. Das Kartenchaos heißt nicht viel Feder lesen und es besagt, dass ihr einfach ein komplettes Deck von Rabengötzen habt. 30 Karten Rabengötzen hier im Deck. Das heißt, jede Runde ziehen wir auch sicher einen Rabengötzen. Und man muss dazu sagen, für diejenigen, die Rabengötzen nicht kennen, es ist eine Ein-Mana-Kristall-Mana-Karte und ihr wählt entweder einen Diener aus oder einen Zauber. Könnt ihr selbst entscheiden und das heißt, interessant wäre es eigentlich mal eine Runde Kartenchaos zu spielen, wo man sagt, komm, wir entdecken mal nur Kreaturen und nur Zauber und gucken, was effektiver ist. Ich persönlich glaube, dass es schwieriger ist, mit Zaubern zu gewinnen, auch wenn man sagen muss, dass man aus Zaubern Diener bekommen kann. Aber ich denke, man muss schon so einen kleinen Mix wählen. Ne? Am Anfang vielleicht ein paar Diener, dann ein paar Zauber, je nachdem, wie man die Kontrolle hat. Und das Coole ist natürlich wieder RNG. Hier heißt es wieder komplett Glück, sehr, sehr wenig Strategie. Natürlich ein bisschen Strategie gehört immer dazu, aber was kriegst du in deinen vorgeschlagenen Karten? Das kannst du ja nicht beeinflussen. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt eine schöne legendäre Karte kriegen. Das wäre auf jeden Fall cool. Er hat sich jetzt irgendwelche Sachen entdecken lassen. Wir machen nochmal einen Diener. Okay. Alarmobot ist crap. Bringt uns einfach hier nichts. Kostet ein weniger für jeden befreundeten Piraten. Der ist auch ziemlich crap, muss ich sagen. Ich überlege gerade wirklich. Leute. Wir. Ohne Scheiße jetzt. Das wird lustig. Wir müssen jetzt den teuren Shit nehmen. Ah, das ist alles zu günstig hier. Das ist alles zu günstig. Hierbot, nein, wir wollen jetzt Druck machen. Vielleicht kriegen wir einen Drachen, einen teuren Drachen oder so. Komm schon, einen teuren Dragoon. Das ist aber wirklich mager hier gerade. Man könnte überlegen, hier nochmal Zauberin des Kultes zu nehmen. Aber ne, wir nehmen die teuren Sachen, weil wir wollen auf jeden Fall gleich den Alarmobot spielen. Wir wollen auf jeden Fall den Alarmobot spielen und hoffen, es ging jetzt ein bisschen in die Hose oder wie Team Rocket sagen würde, einen Schuss in den Ofen. Aber es wäre so lustig gewesen, jetzt, weil er hat, obviously hat er noch nicht viel. Er hat einen 2-3er, wie will er einen 0-3er schlagen? Kann er nicht. Das heißt, ich hoffe nochmal ganz stark, komm, auf einen richtig dicken Diener. Okay, wir haben einen dicken Diener. Haben einen dicken Diener. Und da kommt Alarmobot, Guys. Wir frieren sein Gesicht ein. Für den Fall, dass er eine Waffe hat. Er soll nicht in der Lage sein, Alarmobot zu clearen. Und ich bezweifle, dass er bisher Zauber gepickt hat. Und das heißt, ich hoffe, Anomalus kommt raus. Wenn er Anomalus irgendwann killt, es ist eine 33,3% Chance. Ansonsten kriegen wir halt auch, muss man sagen, haben wir für 3 Mann einen 5-5er gespielt, was auch nicht schlecht ist. Spinnpanzer. Also eigentlich will ich nur nicht, dass der links rauskommt. Yes! Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist so geil. Ist das, wenn das jetzt noch so ein Mech wäre oder so, ne? Dann können wir auch mal buffen. Ja, was soll ich sagen? Wir machen so.
Nee, 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 nee. Observieren und reflektieren. Man darf nicht vergessen, fügt allen Dienern 8 Schaden zu. Wenn er irgendwie schafft, den irgendwie zu hinzurichten, dann ist mein Aufziehritter auch direkt tot. Deswegen, ich gucke erstmal, was ich vielleicht mal für einen Zauber bekomme. Irgendwas cool. Wow, das hat alles drei spitzenmäßige Zauber. Ich glaube, ich nehme das Schaf. Ich glaube, ich nehme das Sheep. Das ist einfach für den Fall, dass er eine ultimative Legi bekommt oder so, ist das, Fuck! Fuck, 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 ich muss einen Zauber entdecken, Guys! Noch ein Sheep. Ich konnte die letzte Rabengötze aufgrund von Zeitmangel nicht mehr spielen. Fuck! Okay, wir haben zwei Sheeps, wir haben hier einen dicken Wave Clear. Ach, das ist ein 8-6er! Ich denke die ganze Zeit, das ist ein 8-8. Okay. Hat er sein Hinrichten gezogen? Ah, verstehe. War aber auch eine sehr teure Runde für ihn. Also wirklich. Jetzt können wir wirklich nochmal die Kontrolle aufbauen, wie wir wollen. Und ich spiele die beiden Karten erstmal. Das macht 100% safe, dass ich noch einen 5-5er bekomme. Und das wiederum macht safe, dass ich die Runde darauf auf jeden Fall das bekomme, was ich in meiner nächsten Rabengötze rausziehe. Für den Fall, dass er jetzt wirklich für 6 Mana, was gibt's da für Legends? Sylvanas, kann ich... Wäre schon eklig. Aber er wird jetzt wahrscheinlich nichts haben, was ultra schwer wird. Und wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Anomalus. Anomalus. Kodo! No! Alright. Also wirklich, Kodo ist mit Abstand einer der besten Karten, die ihr hier hättet ziehen können, ne? Und jetzt ist... jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Es kann nicht sein. Okay. Ein Diener noch und dann den Rest, glaube ich, Zauber. Äußerst interessant. Jetzt müsste ich überlegen, wie viel Rabengötzen hat er noch? Er hat auf jeden Fall 1, 2, da wird er sich vielleicht Zauber machen. Untergangsverkünder ist eine Option. Aber der Goblin-Springmagier ist, denke ich, die bessere Option, weil auch wenn wir keinen Buff haben, ich werde so machen. Ich werde jetzt einen Zauber erforschen. Vielleicht kriegen wir sowas wie Kabbalistentum oder so. Das wäre auch sehr geil. Spiegelgestalt. Auch sehr interessant. Vor allem in der Kombination mit meinen Sheeps, die ich habe. Er muss also eigentlich erstmal ein paar kleine Monster spielen, bevor er große spielt. Kleine kann man easy wegtraden und große kann man wegschieben. Es hätte auf jeden Fall etwas mehr snowballen können, aber wir sind nach wie vor in sie Kontrolle. Die Fresspflanzen hier auf der Map, die mag ich. Geh zurück, kleiner Penis. Jetzt kommt der Penis gleich wieder raus. Hallo. Okay. Der Typ hat ein paar interessante Karten gezogen. Muss man ihn lassen. Muss man ihm wirklich lassen. Er tradet den Dicken weg. Danke, mein Lieber. Danke. Das heißt, unser Sheep ist for free. Leider können wir jetzt hier den Goblin-Sprengmagier nicht hinzuziehen. Ne? Aber wir können vielleicht noch einen Mech entdecken. Ein Diener muss ran. Hier ist ein Mech am Stissel mit Zauberschaden. Ansonsten, ja, die sind von den Werten her komplett gleich. Will ich Heilung oder Mech, dann nehme ich lieber Mech, weil Mech bringt mir immerhin 4 Schaden, ne? So, dann hole ich mir noch einen Zauber, denn wir haben auch schon wieder Zauberschaden am Stissel. Vielleicht ein Frostblitz wäre nochmal cool. Okay, das kann auch wieder komplett einen Diener killen. Das gibt vielleicht uns sogar ein bisschen Power. Zerschäumen killt einen random Diener. Ich nehme mal verbotene Flamme. Mag ich am meisten gerade. Ist aber noch nichts safe.
Und Frostblitz wäre mir jetzt hier echt am liebsten gewesen. Er ist aber auch noch nicht zufrieden, weil er kombiniert weiter. Wir haben gerade keinen einzigen Rabengürzen auf der Hand. Instabiler Ghoul. Aufwerten. Oh mein Gott. Was kriegt der für Karten? Komm schon. Was kriegt er jetzt? Noch ein Aufwerten? Hat er eine 4-3er-Waffe? Ich glaube, das ist jetzt auch sein allerletzter Rabengürtel gewesen. Ich frage mich, was er sich holt, weil er hat sich ja mit dem Aufwerten scheinbar Zauber geholt, jetzt mit dem coolen Diener. Also das scheint auch so ein bisschen 50-50 zu kombinieren. Ein Diener, ein Zauber, ein Diener, ein Zauber. Und ne, er hat sogar noch einen Rabengürtel. Holy crap. Ich muss mich entscheiden. Elfenbogenschützen! Was macht er jetzt? Okay. Jetzt tradet er erstmal nicht. Ich denke. Ich denke, ich mache so. Und ich spiele unsere Combo trotzdem. Auch wenn meine ein bisschen schwächer werden. Hier sehen wir es. Die leben alle noch. Und er kann mit seiner Waffe nur noch einmal angreifen. Da muss er sich das zweimal überlegen. Rabengürtel ja oder nein? Wie viel Mana brauchen wir denn? 3, 7, 9, 10. Wir können die Hero Ability nehmen. Können die Hero Ability nehmen. Und jetzt muss er sich das überlegen. Tradet er den, dann hat er noch 9 Leben. Tradet er den nicht, den Ruß-Speier zum Beispiel, dann kann ich vielleicht jetzt ein. Okay, Leute. Ich hätte auf jeden Fall einen Zauber entdecken sollen, weil die Möglichkeit eines Pyroschlags besteht. Die habe ich nicht bedacht. Ich dachte, ich kann das jetzt spielen und für 9 Mana jeden Zauber rausknallen. Aber nein, Pyroschlag kann ich nicht rausknallen. Deswegen entdecken wir jetzt einen Zauber und ich werde mich ärgern. Schwarz ärgern, wenn da jetzt ein Pyroschlag drin ist. Okay, er tradet den. Wehe, hier ist ein Pyroschlag. Ehrlich gesagt bin ich froh drüber. Zerstäuben, Akrane, Geschosse. Ich will ehrlich gesagt jetzt nur noch den Schaden mitnehmen. Ich glaube, ich entdecke sogar weiter Zauber. Okay. Flammstoß, Eisbarriere, verblutende Flamme. So viele coole Zauber. Und ich habe 5 Mana. Das verbraucht euer ebenso viel Schaden zu. Das ist perfekt. Damit ist er hier tot. Und wir können sein Gesicht geben. Wir haben hier noch 3 Schaden. Wir haben hier noch 4 Schaden. Also, außerdem haben wir ja noch die Spiegel gestellt. Das Game ist gewonnen, Guys. Das heißt, wir kriegen direkt unsere Kartenpackung und wir können gleich noch hoffen, dass was Cooles in der Packung drin ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihn jetzt noch saven könnte. Schildblock ist schon mal definitiv eine gute Karte, um es hinauszuzögern. Einen Hinrichten vielleicht erstmal, um den 5-3er zu töten, um so ein bisschen Luft zu kriegen vielleicht. Eine Waffe. Ich glaube, man kann gar keine Waffen bekommen, weil es zählt ja nicht als Diener und ebenfalls nicht als Zauber. Jetzt zieht er noch eine Karte, will noch eine Götze spielen. Oh! Riskant, aber auch hier wieder erstmal von 2 Sachen entledigt. Zauber, ein Feuerball oder sowas, es gibt ja... Es kann nicht sein, alles nur fügt Dienern zu. Komm schon. Was soll ich machen, ne? Ich kann nichts machen. Ich bin froh, dass der 5-2er noch lebt, auch wenn er jetzt den 5-2er irgendwie gibt. Aber auf lange Sicht, er kann ja keine Diener spielen. Zumindest nicht ohne meine Spiegelgestalt auszulösen. Ich glaube, er geht sogar davon aus, dass das eine Spiegelgestalt ist. Er muss... Wenn er... Ich ziehe aber auch Grab, ne? Flammenstoß, schieb, schieb. Alles nur, um Diener zu killen. Und er zieht das Hinrichten. Er zieht das Hinrichten! Er kämpft! Das muss man ihm lassen. Respekt, dass er kämpft. Der Loki. Vielleicht ist das ja doch Loki. Are you kidding me? Der Typ, Alter, der dreht jetzt auf. Okay, ich krieg einen 5-5er wieder. Das ist schon mal nett. Mmh.
Ganz ehrlich, ich mache mir jetzt einen Diener. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Irgendwas richtig Geiles hier. Was haben wir hier? Muklas. Muklas dreht auf jeden Fall die Schnur enger. Muklas dreht auf jeden Fall die Schnur enger, denn ich trade. Okay. Shit, ey. Oh man. Das Game hat sich auf jeden Fall noch etwas hingezogen. Er kämpft immer noch weiter. Jetzt habe ich kein Spiel gestellt mehr. Wenn er denn, keine Ahnung, was kann er denn? Jetzt eine Todesschwinge zum Beispiel. Würde ihn lock. Ja, wer würde seine Karten droppen? Ich habe 10 Schaden auf dem Feld. Hier. Schon wieder. Ey, hier ist tausend Segenblatt. Er kämpft. Oh, so richtig spaßig. Eigentlich müsste ich schon so aus Prinzip das Game surrendern, so um ihn dafür zu ehren. Tauscht die Werte mit einem befreundeten Diener. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Leroy Jenkins! Reicht es schon? Ich habe gar nicht nachgezählt. Okay, es reicht. Haha, gut gespielt. Was ein schöneres Ende kann man denn haben als noch mit einem Leroy Jenkins? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Hearthstone wieder funktioniert. Ich merke wieder, so eine Aufnahme ist einfach ultra spaßig. Und wir haben auch direkt 2 Quests schon mal so. Zack. Packung und... golden und gewöhnlich, der Schlinge und Tiger, der kleine Schlinge, hat sich hier reingeschlingelt. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, schreibt in die Kommentare, wie eure Lage war zur letzten Woche bezüglich des Bugs, des Problems, dass man keine Spiele finden konnte. Ansonsten gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, euer Mr. Mike P.O. 3. Macht's gut.